vorfindet, dass es noch in der Scheide steckt. So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder unterwegs und zwar in dem Wald, wo ich letztes Mal den Stahlhelm gefunden habe. Und ja, hier waren die Waldarbeiter angange oder zugange, wie man sagt. Ja, das ist so gerade rüber von mir. Das sieht aus, das ist total anders aus jetzt wieder. Und ich muss gucken, wo ich den Helm gefunden habe, ob ich die Stelle noch sehe. Und von da aus will ich dann weitersuchen. Ich suche jetzt auch schon hier ab weiter. Hinter mir ist auch noch ein schöner Wald, wie man so schön sehen kann. Da will ich auch noch mal reingehen. Und mit viel Glück hoffe ich, dass wir was finden, was Schönes. Und ja, was soll ich sagen? Ja, ich wünsche euch viel Glück, dass wir was Schönes finden. Ich hoffe, dass wir was Schönes finden. Ich gehe hier auch nicht nach Hause, außer es wird dunkel. Oder wir haben heute was Schönes gefunden. Also die Anzeichen sind ja da gewesen. Wie gesagt, ich habe irgendwann mal die Feldbinde hier gefunden und letztes Mal den Helm. Und jetzt ist auch gut der Herbst hier eingetreten. Ich bin, ja, war eine Weile jetzt krank gewesen, bin jetzt wieder gesund geschrien, zum Glück. Kann jetzt wieder Sonne nähen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video, was ich mache. Und lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim ersten Fund. Ersten Fund, hier wo ich gerade die Einleitung gedreht habe, habe ich auch meinen ersten Fund gemacht gerade. Deswegen habe ich hier angefangen zu sammeln. Ja, ich habe da was im Loch zu liegen, das ist schon mal nicht schlecht. Wo habe ich jetzt eine Bürste? Scheiße, ich habe nämlich meinen Koppel vergessen. Mir war so, als wenn ich die Bürste hier in der Hose hatte von letztem Mal. Ja, die Bürste, und zwar da drinnen. Ich mache die Kamera ein Stück hoch. So, und zwar da drinnen habe ich hier jetzt einen ollen Haken gefunden. Ich weiß nicht, ist das ein, denke mal, das ist ein Ausrüstungshaken. Ich weiß jetzt aber nicht genau was, ob es von einer Gasmaske ist irgendwie oder ein Koppelhaken, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die sehen irgendwie ein bisschen anders aus. Oder? Täusche ich mich da? Ich täusche mich bestimmt, wa? Also vielleicht einen Koppelhaken gefunden hier. Und zwar in meinem schönen Wald. Ja, gut. Erster Fund, ein Koppelhaken. War ein Schrottsignal gewesen. Also ich buddel auch im Wald Schrottsignale, weil kann immer so was Schönes sein hier. Gut, dann geht's weiter. Jetzt habe ich hier 8079er Signal. Und zwar das buddeln wir zusammen aus mit den guten Herrn Django Spaten, den es jetzt schon lange zu kaufen gibt, hoffe ich. Jetzt, wo ich das Ding hier in der Hand halte, ist er gerade eine Woche oder zwei Wochen im Handel. Und ja, dann buddeln wir mal da zusammen aus. Gucken, was das ist. So ein hohes Signal. Und zwar haben wir hier ein Stück Schrott. Zum Anfang meiner Karriere habe ich immer gedacht, Mann, was ist das? Ist das von einer Gasmaske oder so ein Halter irgendwie? Aber nee, das ist von einer. Das hängt, glaube ich, wird das so an den Bäume rum festgemacht oder so an den Bäume zu DDR-Zeiten. Und da hat man den Baum so eingeschnitten und dann hat man dieses Ding rangekloppt und dann konnte man hier ein Behältnis ranhängen und dann ist der Harz in so einen Behälter gelaufen und dann hatte man irgendwann, vielleicht nach einem Jahr oder zwei Jahren, die Behälter eingesammelt und ja, hatte Harz, also Baumharz, in so einem halt so ein Fässchen. Vielleicht finde ich hier so einen Baum, wo das zu sehen ist. Wenn nicht, blende ich euch das mal ein. Also Stücke Schrott nehmen wir mit. Und jetzt weiter. Und zwar habe ich jetzt hier ein 88er Signal, 89, 88. Und das buddeln wir auch nochmal zusammen. Kann ja was gut zu sehen. Alles mit den schönen Spaten.
Das ist ein Rest von irgendwas. Ich würde sagen, das ist ein Rest vom Führungsring eines Granatsplitters. So sieht es zumindest aus, erstmal von Weitem. Nee. Wie man sehen kann, ist hier ein Gewinde drin. Und ich würde sagen, dass das ein Teil vom Zünder ist. Ja, das ist ein Teil vom Zünder. Ich werde die nicht relevanten Funde werde ich jetzt hier euch auch nicht nochmal irgendwie sauber machen oder irgendwie und euch zeigen, weil das ist Schwachsinn. Das ist Müll, das fliegt in Schrott. Aber ich buddel jetzt mal jedes Signal so ein bisschen, versuche es auch zu filmen, wenn ich daran denke, heißt es auch. Und dann geht das ab hier. Und zwar habe ich hier ein Signal. Und diesen komischen, ja, weiß ich nicht, der Waldarbeiter, dieser Trecker, irgendeinen Baum lang geschürft, wie man sieht. Und hier ist ein Signal drin, ne? Von 80. Und das müssen wir zusammenbuddeln. Kann ja immer was Gutes sein. Scheiße, jetzt ist es weg. Kann man wieder höher machen, wenn man sieht. Jetzt ist es nicht mehr da. Ich fasse es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch öfter habt. Jetzt sondeln, habt ein Signal und dann ist es weg. Ah, schon draußen. Also mein Pinpointer macht zurzeit auch irgendwie, was er will. Jetzt an. Nee, wie war ganz klein? Oh. Ja, aua. Eieieiei. Könnt ihr das sehen? Oh, ich jetzt hat die Bürste wieder eingepackt. So, Bürste habe ich. Und zwar habe ich jetzt hier einen verhärmelten Pickel gefunden. Ja, einen verhärmelten Pickel. Und ach, was für Pickel das sind, weiß ich auch nicht. Ich kenne mich auch nicht damit aus. Irgendwie Offizierspickel. So, warte mal. Ach, hier ist. Da gibt's noch. Ach, das ist meine Hose. So nochmal. Ah, noch einer. Noch einer. Ja, das ist total fertig. Ja, der ist total fertig. Also, falls jemand Interesse hat an die zwei Pickel hier, schreibt es mir in die Kommentare oder per E-Mail. Schicke ich euch die Dinger zu, hier die wenigen Scheißteile. Ja, ich ist schon was abgebrochen. Ein Knipser. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich habe schon ein paar gefunden gehabt mal, wo so ein paar Jacken hier liegen haben müssten. Sag mal, also die sind total fertig. Also falls jemand Interesse hat, schreibt es doch in die Kommentare. Ich schicke euch die Dinger zu. Es fällt da runter. Die wollen ja nicht mit, die Dinger. Gut, ich mach mal aus. Wie ihr habt, sagt Bescheid, wenn ihr die Dinger haben wollt. Ich habe hier jetzt auch nochmal ein Signal. 4, 3, 3, 4, 4. Und das müsste man eigentlich buddeln. Ich habe jetzt mal die Kamera angemacht. Wie gesagt, ich mache jetzt hier öfter die Kamera an. Auch wenn ich ein bisschen Schrott ausbuddle. Das liegt nicht so tief. Und hier sieht man so schön unseren weißen. Ich hoffe, man sieht das hier, unseren weißen. Weißen schönen Buddelsand. Also, so, wo habe ich jetzt
mein Teil. Oh, scheiß Kamera, das ist total beschissen. So, wo ist das Signal jetzt hin? Hier. Hier, da, guckt mal. Ich sehe schon das erste schöne Ding. Und zwar sieht es aus, das sieht nicht so aus, das ist so. Also man sieht ja hier, ich bin jetzt hier in dem Wald, muss man das ein bisschen hochhalten. Hier war der Waldarbeiter drinne. Das war er, wo ich den Stall mir gefunden habe, noch nicht gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau ich das gefunden habe. Die Stelle wollte ich euch gerne zeigen nochmal. Also, dass man das sieht, dass hier was gefunden wurde. Aber das geht halt nicht mehr. So, gut, mich freut schon mal das hier. Gleich mal die Bürste rausholen. Ich das hier sehe. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Ein Verschluss. Naja, es vergammelt ist. Also für unsere Militärhistoriker, also das Ding ist hier verjammelt, total fertig. Und ja, ist ein Haufen Schrott. Aber ich nehme es mit. Für Dekozwecken kann man das vielleicht immer noch gebrauchen. Und wenn nicht, kann ich es immer noch in Müll schmeißen. In Schrott. Gut. Alter, geil. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Aber hier seht ihr, wie schön weiß und hell unser Boden ist. Und das fängt doch gleich hier unter an, ja. Ach, guck mal, man sieht das. So, da ist der weiße Boden. Weil es wurde ja gesagt, bei den Tellern, das ist fake. Das, bei dem Helm wurde gesagt, das ist fake, eingebuddelt. Bloß ich brauche hier nicht einbuddeln. Ihr seht ja, wie da, es hat jetzt geregnet heute. Es trippelt immer noch ein bisschen und ja, ist auch scheiße. Ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Ich weiß, was ich gefunden habe. Habe ich einen Verschluss gefunden. So, habe ich hier jetzt noch ein Signal. Bisschen komisch. Springt 96, 87. Kann ja alles sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kann was Großes sein. Kann auch was Edelmetallisches sein. Oh, oh ja, nichts. Da soll es sein. Oh. Ist noch drin. Oh. Und zwar habe ich hier höchst brisante Stücke Eisen gefunden. Und zwar ist das ein Eisen. Ich würde fast sagen, naja, eigentlich ist es zu dick. Ich hätte fast gesagt, dass das ein Stück vom Stahlhelm wäre. Weil das auch leicht curve ist, also leicht gebogen. Ist da hier. Nun weiß ich nicht, ob es ein Stück Stahlhelm ist. Von der Stärke her, bisschen dick vielleicht. Aber gut, ich habe ja noch keinen Stahlhelm aufgeschnitten. Nur meinen einen Halm, was ich mal vor einer Ewigkeit gefunden habe, im Frühjahr mal. Gut, der war auch total verrostet. Gut, Stücke Eisen gefunden. Ich hoffe, dass ein Stück Stahlhelm ist. Ich freue mich. Alter, dieser Pinpointer geht mir auf den Sack, ey. Ich glaube, ich muss einen neuen haben. Ja, nichts weiter drinne. Gut, ich mal weiter. Ich habe jetzt hier gerade Kamera ausgemacht. Jetzt zeige ich wieder ein 82er Signal. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. 81, 82. Das scheint auch nicht tief zu sein. Ah, ihr seht schon. Hier ist so Aluminiumfraß-Zeugs. Ah. Das ist das hier. Das ist hier total kaputtes Aluminium. Aber ist noch mehr. Ja, da haben wir das Stücke. Übeltäterstücke. Ja, würde ich sagen, das ist auch was vom Zünder eventuell. Aber kann auch was anderes sein. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls Stücke Schrott.
Aluminium-Schrott. Also ich nehme mit jetzt nicht, ich nehme mit. Ich mache euch aber kein Foto von dem Mist drin. Also das ist nur, wenn ich wirklich was Judith finde, das zeige ich euch. Ansonsten nicht. So, müsste reichen, wenn ich euch das so zeige. Gut, dann jetzt weiter. So, jetzt habe ich hier das nächste Signal. Auch wieder ein bisschen schrottig. So wie der Verschluss eben gerade war. Und Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich den Mist auch ausbuddel hier. Das war scheiße mit der Kamera an der Brust. Jetzt wäre es gut, wenn sie am Kopf wäre. Hier. Kicken wir ihn an. Warte, ich hier von. Ist ja geil. Jetzt könnt ihr das sehen. Eine Mausefalle. Hat einer eine Mausefalle aufgestellt hier. Aus Holz, einer. Ah, die ist aber auch noch nicht verjammelt. Also die kann noch nicht so lange liegen hier. Aber die war halt in der Erde gewesen. Eine Mausefalle. Mal gucken, ob wir die noch scharf kriegen. Zeigt es euch mal nach hinten den Bügel. Dann muss man. Ach, die scharf, echt? Die hat jetzt. Die geht noch scharf zu stellen. Jetzt zeige ich euch mal mit dem Spaten, wie die funktioniert. So, ich halte die mal hinten fest. Bam. Hattet ihr gesehen? So sieht es aus. Also habe ich eine Mausefalle gefunden, die noch so gerne funktioniert. Ist ja geil. Wieder nach hinten, dann den Bügel rüber, den Schnapper hoch, wo das Mauserzeug drauf ist. So, und jetzt ist es wieder scharf. Ich glaube, meinen Finger da nicht hinhalten, weil denn, das macht viel Aua. Ich nehme mal einen Stock. Ich soll das sehen. Könnte man sehen, ja. Bing, schon hängt sie dran. Gut, fliegt der Müll. Mausefalle von. Ist ja irre, ey. Gut. Aber wie ihr seht, ist halt blöd hier zu laufen. Ich bin schon eh mal, habe ich lang gelegen hier, bin schon hingefallen, eh mal weggerutscht, auf dem Baumsturm, auf dem Baumlauf raufgelaufen und weggerutscht und halt schon gelegen mit dem Detektor. Vielleicht höre ich auch auf, das hat, glaube ich, weiß ich nicht, wenn ihr das sehen solltet hier, habe ich doch noch was Duty gefunden. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock, macht keinen Spaß. Oder gehe nach hinten in den anderen Wald drin und, ja, da gehe ich denn dahin. Mal sehen, mal gucken. Ich gehe jetzt hier rüber im Wald. Gut, Mausefalle nehme ich mit und dann geht's weiter. So Leute, ich glaube, ich bin wieder mal auf der richtigen Spur. Jetzt habe ich gerade gefunden, was dem Ganzen auch schon ähnelt, wo ich hier bin. Ich bin jetzt mal in den Wald drin gegangen, wo nicht der Waldarbeiter, die Waldarbeitermaschine drin war, sondern, ich sehe da schon was, Blitzen. Ja, wo die Waldarbeitermaschine da nicht drin war, wäre das tatsächlich total beschissen da gelaufen. Wie gesagt, ich bin auf der Fresse geflogen und das ist nicht der Sinn der Sache. Gut, bin ich gerade erst gesund geschrieben worden und da muss ich nicht schon wieder zu Hause sein. Gut, ich habe hier was gefunden. Was ich denke, was das ist, ich hoffe, dass das ist. Ich hoffe, dass es nicht abgebrochen ist. Oder ich hoffe, dass es noch in der Scheide steckt. Wenn ich sage, in der Scheide steckt, dann ist es in der Scheide gesteckt. Gut, ich habe euch immer hier an meinem Brustgurt drum und ich versuche mal euch da ranzuholen. So, hier sieht man schon ein bisschen Eisen. Ich ziehe das einfach aus. Oder soll ich? Nee, das mache ich anders. Ich hoffe, man sieht was. Könnt ihr was sehen? Schon eine Bakelit zu sehen. Ah nee, Skinne ist nicht in der Scheide. Oh, ist das geil, ey. Mann, ich werd wahnsinnig. Kickt euch das mal an.
Ja, jedenfalls geht's hier weiter unter der Wurzel. Oh, ich muss das irgendwie anders machen. Wie gesagt, das ist immer blöde. Und dann, wie ihr habt, kommt wieder gleich ein Foto. Zieht noch nicht. Ah, jetzt ist locker. Jetzt ist es locker. Ich mache noch ein Foto für Instagram. Also, wer mir noch nicht folgt auf Instagram, ich glaube, Herr Django unterstrich bei Instagram ist mein Kanal. Folgt den mal. Da seht ihr dann schon manchmal so ja früher Sachen, die ihr sonst nicht erst später seht. So, jetzt wieder Handy rausfummeln. Wie ihr habt, wie immer, ne? So. Ich mache jetzt mal hier noch ein Foto. Und dann wird der Kleine meinen Freund Zugsteiner auch noch schicken. So. Gut, jetzt seid ihr live dabei. Ich hole jetzt raus. Sieht geil los. Ist ja noch ein bisschen Rost dran. Ne? Naja, es verjammelt. Ist. Naja, hier sind aufgeplatzt. Ja, ist jetzt nicht weltbewegend. Also. Gut, ich habe gehofft jetzt, dass es besser aussieht. Eigentlich. Scheiße. Schade, schade. Ist das locker hier? Ja, wir sind jedenfalls jetzt hier auseinander Platz. Ist jetzt nicht weltbewegend. Aber man kann es wieder schön in eine Dialyse packen. Und bisschen gerade biegen wieder. Das eine, was ich gefunden habe, das war ja noch verbogener gewesen. Das war ja aus den Heiligen Wäldern in Brandenburg. Das war ja noch krummer gewesen, aber ohne Bakelit, glaube ich. Weiß ich ja nicht, war da was dran? Ne, nee, weiß, da war nicht dran. Ne? Und dann kann ich das ja mal schön in Rostlöser packen und Rostumwandler. Ich kann ja mal, ja, das machen ja viele Kanäle, ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Vielleicht mit dem Restaurieren. Dann kann ich das Messer hier mal zumindest so, dass man sie an der Wand hängen kann oder im Ständer stellen kann, so wie ich das machen würde, so dass es für mich, wirklich nur für mich, in Ordnung ist. Und werden wir machen. Gut, dann werde ich jetzt zumachen hier und dann werde ich von hier aus weiter sondeln. So, Freunde, ich habe jetzt wieder einen Hammerfund gemacht. Ich bin ganz außer Atem, weil ich schon ein bisschen gebuddelt habe. Ich habe doch gerade das Bajonett ausgebuddelt und habe wieder zugemacht, habe nochmal rübergesondert, habe noch ein Signal gehört. Und habe weiter drin gestochen, habe leicht was getroffen, was großet. Und das lächelt mich total geil jetzt schon an. Und zwar ist das in dem Wald hier, könnt mich ja sehen, ich bin hier mitten im Wald, so schön. Ja, ich weiß jetzt ja nicht, was ich sagen soll. Das ist geil. Ich habe einen Blumentopf ausgebuddelt. Der lag da drüber. Oder mehr drin drüber. Und habe gedacht, naja, was ist denn, der könnte nicht sein und so. Und zwar sieht das aus, als wenn ich die Nummer 2 ausgebuddelt habe. Ich freue mich total. Ich bin total happy. Und ich habe euch jetzt mal eine Hand genommen jetzt gleich. Und euch, also ich habe jetzt schon ein bisschen gebuddelt, dass ich sehen kann, was das ist, weil ich Kamera hatte ich ausgemacht, zur Seite gelegt und wollte weiter sondeln, hab schon angefangen zuzumachen und halt nochmal drüber, kommt noch ein Signal. Also drüber, drüber. Ich zeige euch das mal Ganze. Ich hoffe, ihr versteht mich, könnt mich hören. Ich denke mal schon, weil das Mikrofon ist ja nun jetzt woanders. So, jetzt hier mal runter, da ist das Bajonett immer noch hier. Da ist ein Bajonett und dann hat das Bajonett ja hier drin gestochen. Also das hat ja hier so gelegen. Kann ja nicht so schön zeigen. Das hat hier so gelegen. Und da drunter liegt, guckt euch das mal an. Ich werde wahnsinnig. Ich habe jetzt noch nie viel gebuddelt. Jetzt werden die meisten wieder sagen, ja, das hat er eingebuddelt. Und ja, na klar, ich kaufe mir einen Helm
für teuer Geld und verbuddelte Tier. Ich bin ja nicht blöd, so was buddel ich selber aus. Da könnt ihr bei mir für teuer Geld kaufen. Ein Helm. Aber nee, also Helme sind unverkäuflich, ich verkaufe die Dinger nicht. Ich habe auch vor kurzem, hat mir ein Zuschauer ihn geschickt, der wusste nicht, was das für einer ist. Ja, ich habe ihm eine Porte überwiesen und daraus baue ich noch eine schöne Lampe. Werde auch irgendwann mal sehen. Und hier draus, ja, weiß ich auch nicht, ob ich hier draus eine Lampe baue. Erstmal ankicken, wie das ist. Das kann auch sein, dass das Ding total verrostet ist. Der ist immer noch feste. Und da gleich das olle Messer neben hier. Aber dafür zu schade war, zu kratzen. Gut, ich versuche euch mal hier hinzustellen irgendwo. Weil. Geht nicht, scheiße. Nee, geht nicht. Gut, wieder buddeln mit der Hand. Oh, ich werd ja wahnsinnig. Aua. Der ist ganz. Hier ist eine Wurzel drin. Ist ja auch nochmal. Aua. Ah. Ne, hier ist ein Loch. Scheiße. Ja, gut. Kaputt ist er. Wie weit geht das Loch? Das ist nicht groß. Oh, das ist aber ein Durchschuss gewesen. Eieieiei. Eieieiei. Wurzeldreck. Oh, nee, ey, ich will nicht buddeln mit der Hand. Naja, was macht man hier alles? Oh, hier noch so eine fette Wurzel. Oh, der kommt aber hoch. Oh. Jetzt kommt er. Der ist ja Hans. Ich werde wahnsinnig. Also überall Bajonett. Also Leute, wirklich. Ihr müsst immer, wenn ihr was ausgebuddelt habt, drüber schwenken nochmal. Das habe ich nicht. Das erzähle ich nicht umsonst. Alter, ist das geil. Ich freue mich so. Und der ist nicht so verrostet. Naja. Aber kann man sehen, wie der trockene Boden das wirklich so schön konserviert hier bei uns. Also man sieht Kiefernwälder, ja, sind hier Kiefern, was ihr seht, und wir haben trockenen Sandboden. Also oh, hier ist einer, hier ist kaputt. Oh, jetzt hängt mir ein Schuh fest. Ist das geil. Noch eine Glocke. Ich kann euch sagen, ich bin jetzt von den anderen Stahlhelmen vielleicht 100 Meter entfernt. 100 Meter ungefähr. Die Feldbinde ist von mir vielleicht 500 Meter entfernt. Ist das geil, freut mich bitte. Aber der arme Junge, der Ding, uff, ja. Also, hier sind jetzt keine Knochen drin. Ich habe jetzt gebuddelt, geguckt. Hier ist kein Kopf drin, kein Janisch. Ich buddel jetzt auch noch weiter, ob ich eine Erkennungsmarke oder sowas findet. Wenn nicht, dann wird das auch gemeldet. Ich nehme hier von nichts weg, denn falls es so ist, ich gucke jetzt wirklich nochmal nach. Ich buddel jetzt hier größer aus und gehe mit dem Detektor rüber nochmal und schwenke hier. Dann, wie gesagt, wenn ich eine Erkennungsmarke finde und einen Knochen, bei Knochen melde ich das, da kommt auch jemand. Und wenn man keine Knochen findet und man findet eine Erkennungsmarke, das ist wirklich hier bei uns in Brandenburg so, dann kümmert sich keiner drum. Also da haben auch viele schon, ich weiß nicht, ich habe letztens ein Video darüber gesehen, dass jemand, ich weiß nicht, wer war denn das gewesen? Irgendein bekannter YouTuber, die auch sondeln, haben eine Erkennungsmarke gefunden. Ich weiß nicht, ob der Yellow Duck Dicker das war oder irgendjemand war das gewesen und die haben eine Erkennungsmarke gefunden. Ich glaube, der war das nicht. Und da wurde das eingeschickt und haben ein Schreiben zurückgekriegt, dass das uninteressant ist für den. Ja, ich bin fix und fertig jetzt schon wieder. Gut, ich mache das Ding sauber. Ich freue mich über den Helm. Der ist soweit. Ja, der ist ein bisschen rostig, ist der drin. Aber ansonsten, gut, das Loch sieht jetzt nicht so schön aus. Aber wenn man halt eine Lampe draus baut und mich würde mal interessieren, könnt ihr mir sagen, was das für ein. Alter, was muss der? Der will ja nicht weg. Was das für einer ist? Ein M. Was sagt man? M40? M35? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen M35. Oder M40 vorne? Ich weiß nicht. Ich muss mich da mal belesen. Mann, sieht das Ding geil aus. Ich werde wahnsinnig. So,
ich buddel jetzt hier noch weiter, gucken, ob ich hier irgendwas was sehe. Und wenn ich hier was sehe, was finde, was ich hier nicht finden möchte, dann ist es meins, dann nehme ich es mit natürlich. Und wenn ich hier was finde, ist es denjenigen seins, der das hier, der hier noch ist, sag ich mal. Der das hat das nicht verloren, der ist ja noch da, wenn er da ist. Aber bis jetzt habe ich nichts gefunden, also ist kein Schädel drin gewesen, kein nix, hier ist kein Toter, wie es aussieht. Ich hoffe das und ich buddel jetzt hier noch weiter mit dem Detektor, hier knurrt es ein bisschen rum, da muss man ja mehr finden, Knöpfe oder sonst was alles. Und ansonsten habe ich einen schönen Helm ausgebuddelt. Geil, freut mich das. Geil. Ja, also ich habe jetzt hier, bin schon beim Zumachen, habe jetzt tief rundherum gebuddelt, hier ist auch kein Signal mehr. Das hattet mal gehört. Also hier ist kein Signal. Nichts. Also hier liegt keiner, kann keiner liegen. Gut, ich mach weiter zu. Und dann machen wir weiter. Ich wollte auch nur eine kleine kurze Runde drehen hier heute. Ah. Ah, ist das geil, ey. Dass das hier schon wieder so ausartet. Das hätte ich ohne gedacht. Gut. So, ja. Gut, das Loch habe ich zu. Ich habe doch vorhin erzählt, gerade 10% Akku noch, reicht noch. Ich habe doch gerade erzählt, dass ich das Bajonett restaurieren will. Und was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Wenn ich das jetzt das Video online ist, habe ich das schon gemacht. Ich werde euch da mitnehmen zu, wie ich das restauriere, das Ding. Und vielleicht spätestens ist es dann irgendwann so ja noch ein. Oh, ich muss atmen. Ist es vielleicht so ja ein Stahlhelm? Ach, der Stahlhelm habe ich draußen eine Lampe gebaut. Mal sehen, vielleicht nehme ich euch auf die Reise mit. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber erstmal restauriere ich das Ding ein bisschen, machen sauber. Vielleicht eine Elektrolyse rein gepackt, dann kriegt man ja noch ein bisschen was ab. Und ja, dunkler Himmel, hängt noch mal zu regnen gleich bestimmt. Und ja, ich mache jetzt mal aus und dann sehen wir uns nachher nochmal. Irgendwann ist auch mal ein Ende, also bei mir ist jetzt das Ende. Ich höre jetzt auf zu sondeln, also für heute. So nicht, höre ich nicht auf zu sondeln. Ja, ich bin fertig. Ich freue mich total über den Helm, über den Verschluss, über das Bajonett, was ich gefunden habe. Ist doch ein ergiebiger Wald hier hinter mir, neben mir. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da nach oben, schreibt schön Kommentare, wie ihr das findet, wie ich das die Sache hoffentlich mache ich das auch, wie ich das alles gereinigt habe und konserviert habe. Für die Ewigkeit halt. Ich habe schon ein paar Helme, also einen Helm habe ich als Lampe gebaut vor, ja, weiß nicht, jetzt müsste vielleicht, wenn das Video jetzt online kommt, müsste bestimmt schon 3 Monate her sein, wo ich eine Lampe gebaut habe, kann ich euch auch mal einblenden. Genau hier jetzt. Und ja, so sieht die Lampe aus. Und die ich gebaut habe mal auch aus dem Helm, den ich, ja, das ist der Helm, genau, das ist der Helm, den ich hier gefunden habe, auch gefunden habe, beim ersten Mal. Und wie ich ihn konserviert habe. Das werde ich euch jetzt auch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ja, gut, mein Arm wird jetzt langsam schwer. Ich habe keine Kraft mehr, bin fertig. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like nach oben da. Und ja, wer noch nicht abonniert hat, abonnieren bitte. Ich hoffe, wenn das Video online sind, sind es ja schon bald 4000 bald Abonnenten. Und mal gucken, wann wir das nächste Gewinnspiel machen. Und euch noch ja, schönen Tag noch. Schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis demnächst.